Ja, moin. Es wurde sich gewünscht, dass ich mal ein Video zu den Wartungsarbeiten mache oder ja, was jährlich so mal gecheckt werden sollte oder halt alle 2 Jahre mal. Fangen wir mal ganz einfach damit an. Einmal im Jahr wechsle ich das Motoröl. Dazu haben wir unter dem Unimog drunter. Dort diese Schraube, die müssen wir aufdrehen. Am besten, wenn der Motor vorher ein bisschen warm gewesen ist, das heißt anmachen, laufen lassen, wenn das Öl flüssig wird, weil es sehr warm ist, dann läuft das auch gut alles raus. Da also Schraube aufmachen und dann müssen wir das Öl da rauslassen, Schraube wieder zumachen und dann oben wieder neues einfüllen. Ich habe vor kurzem schon das Öl gewechselt. Deswegen mache ich das jetzt nicht. Aber wie gesagt, einmal im Jahr mache ich das in der Regel. Aber es hängt dann auch davon ab, wie viel man fährt. Also ich mache im Jahr zwischen 3.000 und 5.000 Kilometer. Und deswegen lohnt sich das dann schon. Aber was ich jetzt mache, ist einmal den Ölstand kontrollieren. Da haben wir hier unten da diesen Stab. Der ist rot. Den ziehen wir raus. Schauen uns den mal an. Ziemlich wenig drin. Steht jetzt ein bisschen schief. Aber wir müssen auf jeden Fall ein bisschen was wieder nachfüllen. Ja, das ist immer schwierig, den da unten reinzufuckeln. Kann man es überhaupt irgendwie erkennen? Da kann man vielleicht zwischen den Leitungen sehen, da unten, wo der reinkommt. Ja, wo füllen wir das Motoröl nach? Dazu hat der hier oben einmal so einen Deckel. Den schrauben wir ab. Und dann können wir da Motoröl einfüllen. Ruhig, vorsichtig einfüllen, nicht zu viel. Was vielleicht auch noch ganz nett zu wissen ist, beim 403 kommen 9 Liter Motoröl rein und beim 406 11 Liter. Das heißt beim OM 314 insgesamt 9, beim OM 352 11 Liter Motoröl. Ich verwende Motoröl SAE 10W40 und fahre damit eigentlich ganz gut. Dann das nächste, wenn wir schon einmal hier sind. Und zwar wird auch einmal im Jahr der Ölfilter gewechselt. Das ist das schöne Ding hier unter der Beifahrerseite drunter. Der hat hier oben eine Schraube. Die schraubt man ab. Dann kann man den ganzen Teil hier rausziehen. Hier ist also von da an das Ding abziehen. Darunter sitzt dann der Filter. Rausnehmen, einmal im Jahr neu machen. Aber den hat er auch jetzt letztens schon erst neu bekommen. Deswegen mache ich das jetzt auch nicht. Und insgesamt ist da 1 Liter Motoröl drin. Die muss man, wenn man das oben auffüllt, noch mit dazu rechnen. Das heißt, 10 Liter hier und 12 Liter im 406. Es gibt auch noch andere Ölfiltertypen. Beim 403 gibt es ja auch noch, dass er da vorne drin sitzt. Das gibt es noch als Möglichkeit. Und beim OM 352 im 416 gibt es noch einen. Der ist dann hier nach vorne raus, ist der dann gebaut. Da muss man halt gucken, wie es genau da funktioniert, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich denke, dass es genau ähnlich funktioniert. Ja, wo machen wir weiter? Einmal beim Luftfilter. Das ist der hier. Da ist diese große Schraube. Damit schraubt man dann den Luftfiltertopf hier unten los. Da muss nämlich auch Motoröl rein gefüllt werden, weil es halt ein Ölbad-Luftfilter ist. Ja, wie funktioniert das? Die Luft wird hier oben angesaugt, geht dann einmal durch den Luftfilter aus. Unten drin zeige ich gleich, ist so ein Sieb und Öl und die Luft muss einmal quasi durchs Öl durch. Dann wird sie halt hier vom Motor angesaugt. Somit ist er sauber. Und ich würde empfehlen, falls mal Leistungsmangel ist beim Unimog, kontrolliert den Luftfilter.
Ganz einfach aus dem Grund. Schwerstarbeit leisten mit dem Taschentuch vor dem Mund, macht keiner gerne und funktioniert auch nicht so gut. Das ist das ganze Teil hier. Und man kann hier so den Filtereinsatz ausnehmen. Also wie gesagt, hier ist so Stahlwolle irgendwas drin und da ist halt Öl drin. Da gehören insgesamt 1,5 Liter rein. Den Teil kann man rausnehmen und am besten irgendwo über einen Eimer legen, weil das tropft noch. Ja, und dann einmal hier das Öl entleeren und da 1,5 Liter neues Öl einfüllen. Entschuldigung, ich muss korrigieren, 1,8 Liter kommen hier rein. Und wie man sehen kann, ist da unten so ein Ölschlamm drin. Der muss auf jeden Fall immer rausgewischt werden. Die ganzen feinen Partikel, die gefiltert wurden. Und noch eine Sache, bitte das Öl auf keinen Fall irgendwo in die Umwelt kippen, sondern fachgerecht entsorgen. Ich habe jetzt 1,8 Liter neues Öl eingefüllt und jetzt schraube ich den wieder da unten rein. Getriebeölstand ist nicht auf der Fahrerseite, sondern der Getriebeölmessstab ist auf der Beifahrerseite. Und zwar überhalb vom Tank. Da, das rote Ding. Das ist der Getriebeölmessstab. So, das ist immer eine ziemlich blöde Angelegenheit, da Getriebeöl nachzufüllen. Entweder man kippt die Pritsche, dann kommt man da von hier hinten relativ gut rein. Wer das nicht kann, dem empfehle ich, alte Flasche zu nehmen. Irgendwie, weiß nicht, alte Sprudelflasche oder so. Und mit der kann man dann von hier quasi so da reinkippen. Das geht ganz gut. So, wollen wir mal einmal gucken. Messstab raus. So. Kann man das von so. Man kann sehen, bei mir ist der Getriebeölstand im mittleren Bereich zwischen den beiden Einkerbungen. Also ist alles in Ordnung. So, zum Getriebeöl. Das Getriebeöl würde ich je nach Kilometerleistung, was man im Jahr fährt, alle 1 bis 2 Jahre wechseln. Und falls man das ablassen möchte, ist die Ablassschraube diese da in der Mitte vom Bild. Da lässt man das Getriebeöl nach, damit man ein bisschen drunter gucken kann. Und um restlos alles Öl rauszukriegen, müssen wir auch noch die Schraube in der Mitte von dieser Platte hier öffnen. Also ich mache das meistens so, dass ich erst die Schraube hier öffne und dann die wieder zumache und dann diese öffne, um dann quasi alles rauszubekommen an Öl. Ja, dann Schrauben zudrehen und oben wieder neues Getriebeöl einfüllen. Die Füllmengen kann man eigentlich in jedem Werkstatthandbuch bzw. Betriebsanleitung nachlesen, weiß ich jetzt so nicht aus dem Kopf. Ja, hängt dann auch davon ab, was man für ein Getriebe verbaut hat, ob G-Getriebe oder F-Getriebe, mit Vorschaltgetriebe oder ohne Vorschaltgetriebe. Davon hängen dann die Füllmengen ab. Dann einmal hier vorne zum Motorraum. Hier in dem Behälter ist ja das Hydrauliköl drin. Da verwende ich immer HLP 46. Beziehungsweise meistens aber auch Bio-Hydrauliköl. Falls auf dem Kuppeln, also während des Kupplungsvorgangs mal was runtertropft, dass es dann nicht die Umwelt schädigt. Und da kann man, gibt es hier an der Seite, von welcher? Da unten. Da ist ein Schauglas, wo man gucken kann, wie viel drin ist. Ich weiß nicht, ob man es auf dem Video erkennen kann. Auf jeden Fall steht das bei mir hier in etwa. So, die Marke, und damit ist das Hydrauliköl auch voll. Ja, hier Scheibenwischwasser ist beim 403, hängt das so mitten im Motorraum drin. Beim 406 ist das, meine ich, da wo jetzt mein Steuerblock hängt oder hier unten vor dem Hydrauliköltank. Ja, da kommt halt einfach eine Wasser- und Scheibenwaschmittelmischung rein. Sollte im Winter auch immer voll sein.
Und ich würde empfehlen, dass man die Düse hier oben nochmal überprüft, damit man auch im Zweifel immer klare Scheiben hat. Des Weiteren in dem Zuge einmal die Wischerblätter kontrollieren, ob da noch alles in Ordnung ist. Ah, ich hatte noch ganz vergessen zu sagen, hier oben die Schraube schraubt man auf, da kippt man das neue Hydrauliköl rein. Auf der Unterseite ist eine Ablassschraube verbaut. Mal hier runter hopsen. Hier unten ist eine Ablassschraube verbaut, die hatte ich schon im anderen Video gezeigt. Da, die Schraube da. Aufschrauben, Öl rauslassen, neues Öl reintun. Würde ich auch je nach Benutzung alle ja, 3 Jahre mal machen. Und aber was ich jährlich wechseln würde, ist der Hydrauliköl-Filter, insofern die Hydraulikanlage gebraucht wird. Und dazu diese ganzen kleinen Schrauben hier oben drauf, von der Abdeckklappe, diese ganzen, alle lösen. Dann kann man das Gussteil hier komplett nach oben, also nicht nur die Schraube, sondern das ganze Gussteil hier komplett nach oben abziehen. Und drunter sitzt dann der Filter, wechseln, weil das ist einfach besser, dann stimmt die Durchflussleistung. Dann als ständige Kontrolle immer nach der Bremsflüssigkeit schauen, ob da genug drin ist. Einfach mal wackeln. Dann sieht man da, hier ist bei mir die Flüssigkeit vom Stand her. Das heißt, es passt. Die würde ich auch einmal jährlich wechseln. Wenn man das nicht selber kann, in der Werkstatt wechseln lassen. Bremse ist ein sicherheitsrelevantes Bauteil. Da sollte man nicht dran rumfuschen. Dann schauen wir einmal hier nach drinnen. Unter die innere Motorhaube, Kühlwasserbehälter. Was kann ich zum Kühlwasser sagen? Kühlwasser, am liebsten benutze ich da im Winter das Frostschutzmittel G05. Das ist teuer, aber recht gut für die alten Motoren. Wem das teuer ist oder wer es nicht kriegt, darauf achten, dass man einen Kühlfrostschutz nimmt, der für alte Motoren gut geeignet ist. Einfach hier oben auf den Deckel drauf drücken, aufschrauben, dann reingucken. Ja, hier kann man nichts sehen, aber mit Taschenlampe reinleuchten oder mal Finger reinhalten, ob das mit dem Kühlmittelstand passt. Bei mir ist jetzt noch genug drin und das ist halt wichtig im Winter, dass da Frostschutz drin ist, nicht dass die Leitungen platzen. Dann, was gibt es noch hier drin? Ja, da oben den Deckel, wie ich gerade eben schon gesagt hatte, zum Öl einfüllen. Und hier unten an der Seite haben wir ein Messstäbchen für die Lenkanlage. Das ist bei mir auch noch knapp oberhalb vom Minimum. Da muss ich noch ein bisschen was nachfüllen. Das geht am besten, wenn man auf den Anschluss hier einen Schlauch steckt oder reinsteckt und dann vorsichtig nachfüllt. Oder ich habe so praktische Flaschen. Die haben so einen Hals dran, so einen Schlauch schon dran. Und ich stecke einfach da rein und drücke das dann da rein. Dann, das Öl da drin würde ich, es ist immer relativ aufwendig, das zu wechseln. Also von daher, ich wechsle das eigentlich nur alle 3, 4, 5 Jahre, wenn da nichts Größeres ist. Weil zum Rauslassen muss man den Behälter da unten drin ausbauen bzw. die Schläuche unten abziehen. Aber was ich ein bisschen häufiger wechsle, ist auch eine Frickelei, ist, wenn man da oben die Flügelmutter runterschraubt, kann man den Deckel abnehmen und dann kommt man an einen Filter dran, einen Lenkölfilter. Den würde ich 2 bis 3 Jahre alle einmal wechseln, damit wie gesagt, die Durchflussmenge gut ist, weil sonst wird die Lenkung irgendwann schwergängig. Dann, was gibt es hier drin noch? Es wird noch ein Video kommen zum Ventilspiel einstellen. Das mache ich auch immer einmal vor der Herbstdurchsicht. Habe ich leider schon fast alles fertig dieses Jahr, weil ich hätte das mit dem Video nicht mehr so ganz auf dem Schirm. Muss ich mich entschuldigen. Dazu kommt aber noch ein Video auf jeden Fall, weil dann nimmt man quasi dann hier mit den 1, 2, 3, 4 Schrauben und die Luftansaugung muss man abschrauben, den Ventildeckel ab und darunter sind dann die Ventile und die müssen halt auch immer eingestellt werden. Einmal im Jahr mache ich das. Meistens sind sie dann auch okay. Aber wie gesagt, kommt noch ein Video zu, wie das alles funktioniert. Ist auch eigentlich ganz simpel. Was ich noch mache, ist regelmäßig, ist
hier der Luftkessel unten. Beim Luftkessel auf jeden Fall regelmäßig entwässern. Da habe ich mir so ein Entwässerungsventil eingebaut. Wer es nicht hatte, kann ich nur empfehlen. Dann gehen wir nochmal unter den Unimog. Und zwar zum Heck bzw. Frontdifferential. Fangen wir mal hinten an. Einmal hier drunter kriechen. Und zwar hat das Differential dann dort eine Schraube. Die schrauben wir auf. Und dann kann man den Ölstand im Differential ansehen. Der sollte unterhalb der Schraube liegen. Das heißt, wenn ich die Schraube aufschraube, sollte nichts rauslaufen. Und es sollte ziemlich genau mit der Unterkante abschließen. Da wird auch das Öl dann eingefüllt, falls zu wenig drin ist oder es gewechselt wird. Und wenn es gewechselt wird, machen wir einfach hier unten drunter die Schraube auf, lassen das Öl raus, Schraube zu und dann da oben wieder einfüllen. Das gleiche Spiel machen wir auf der Vorderachse genauso. Sind wir auch noch an allen vier, oh, die Sonne blendet, an allen vier Vorgelegeöl kontrollieren. Dazu ist das hier unten die Ablassschraube, diese da. Das hier ist die Kontrollschraube, Einfüllschraube, Entschuldigung. Da füllen wir das Öl ein. Und wenn wir die Schraube aufschrauben, da kontrollieren wir. Also da kontrollieren wir, ob das Öl, ob wir Öl sehen. Das muss nämlich bis unterhalb der Schraube wieder stehen. Wenn nicht, die Schraube zumachen, die aufmachen, einfüllen und wenn wir wechseln, da rauslassen. Ganz einfach alle vier Vorgelege einmal durchgucken. Fertig. Die Differential- und Vorgelege, da wechsle ich das Öl auch einmal jährlich, weil das ist nicht so viel Aufwand. Das kann man mal eben machen. Dann, hier haben wir die Dieselfilter. Ich habe da zwei Stück, oder eigentlich hat jeder hier oben zwei Stück sitzen. Die wechsle ich alle zwei Jahre. Und, aber wir haben hier noch einen Vorfilter. Das ist das schöne Ding hier. Da gucke ich öfter mal einfach hier unten die Flügelmutter abdrehen, dann kann man hier diese ganze Kappe runterziehen, zur Seite wegklappen, dann sitzt der Filter da drin. Da gucke ich auch einfach häufiger mal nach zwischendurch, weiß nicht, alle paar Monate mal und reinige den und den ersetze ich aber einmal jährlich. Dann haben wir schon fast alles so an Sachen durch. Was wir gleich noch machen, sind zusammen die Schmierstellen angucken, wo wir dann regelmäßig, wirklich regelmäßig Fett reinpusten müssen oder reinspritzen müssen. Damit alles schön geschmeidig und geschmiert läuft. Was gibt's noch? Je nachdem, wie viel man arbeitet und was man macht, den Kühler hier einfach mal mit der Luftdruckpistole durchpusten. Nicht von vorne in Richtung Motorraum, sondern mit der Pistole hier hinten hintergehen, hinter den Kühler und quasi von Motorseite nach außen einmal die Kühlrippen alle einmal durchpusten. Je nachdem, was wir für einen Luftkompressor haben. Meiner hat jetzt ist an die Motorölschmierung mit angeschlossen, je nachdem, was wir für einen haben. Da drin auch den Ölstand kontrollieren, kommt ganz normal das Motoröl rein. Dann Keilriemenspannung prüfen, überall. Einfach einmal hier zum Beispiel hinten bei der Wasserpumpe einmal und Lichtmaschine einmal drücken, dass das alles passt. Sollten sich in etwa so, kann man sagen, daumenbreit eindrücken lassen. Wenn es ein bisschen mehr ist, ist es nicht schlimm. Wenn es ein bisschen weniger ist, ist auch nicht so dramatisch, aber lieber ein bisschen lockerer als zu festgeknallt und gegebenenfalls halt auch die ganzen Keilriemen dann nachspannen bzw. lockern. Einfach mal ab und zu mal checken, ist nicht viel Aufwand, aber ein gerissener Keilriemen ist nicht unbedingt so toll. Dann die ganzen Schmierstellen. Hier beim Flug versteht sich das Abschmieren von selber, hier sind auch überall so kleine Schmiernippel. Für alle, die was nicht wissen, was ein Schmiernippel ist. Ein Schmiernippel ist, wo haben wir denn mal eben einen? Hier haben wir einen. Hier unten drin. Achtung. Das da. Das ist ein Schmiernippel. Da kommt dann eine Fettpresse drauf und da muss Fett reingetan werden. Ich verwende eine Liqui Moly Langzeitfett. Habe ich ganz gute Erfahrung mitgemacht. So, und wir gehen mal eben die Schmierstellen zusammen durch. Wenn ich was vergessen habe, Schmierstellen, irgendwas, wo ihr meint, da muss auf jeden Fall gewartet werden, schreibt es ruhig in die Kommentare und ich trage das im nächsten Video nach.
Also, hier haben wir schon mal die erste beim 403, dass da unten die Welle geschmiert werden muss. Beim 406 weiß ich gar nicht, ob da einer ist. Ich glaube aber nicht. So, was haben wir denn dann als nächstes? Ja, grundlegend, wir müssen hier hinten die ganze Heckkrafthebeanlage schmieren. Also, bei mir sind das hier unten die Bolzen, beziehungsweise die Augen. Dann haben wir hier oben die Augen, die müssen geschmiert werden an beiden Seiten. Beim originalen Heckkraftheber sind die Punkte noch ein bisschen anders. Die würde ich jetzt gerne zeigen, kann ich aber nicht. Das ist hinten an der Hubwelle sind welche. Und am ganzen Gestänge sind überall noch welche. Kann ich jetzt hier nicht zeigen, weil ich keinen originalen Heckkraftheber dran habe. Dann Zuchtmaul. Einmal da schmieren. Dann Zuchtmaul von der Rückseite. Wo ist denn jetzt der Schmiernippel? Ich glaube, da genau. Da kann man ihn erkennen. In der Mitte vom Bild. Schmiernippel Rückseite vom Zuchtmaul. Nicht vergessen. Wird gerne vergessen. Dann, Zapfwellenlagerböcke. Da kommt ein bisschen Fließfett rein. So, jetzt hier unten drunter in die sämtliche Gelenke von der Zapfwelle. Kommt, muss überall ein bisschen Fett rein. In den mittleren Lagerbock auch Fließfett. Da hinten wieder ins Gelenk bisschen normales Fett und hinten an den Lagerbock nochmal normales Fett. Hier normales Fett, sieht man auch, dass da welches drin ist, da rein. Dann hier bei der Kupplung. Den Kupplungshebel, der hat da oben einen Schmiernippel, Kupplungshebel schmieren. Was gibt es hier noch genau? Von der Differentialsperre, wie kennt man das? Da oben in der Mitte vom Bild ist ein Schmiernippel, den schmieren. Wenn man hier an die ganzen beweglichen Teile überall ein bisschen Fett dran tut, kann das auf keinen Fall was schaden. Dann haben wir hier noch einen Schmiernippel für die Schubkugel, für die hintere Schubkugel. Und unten drunter, unterm Unimog, wenn wir rumwandern, unterm Unimog, da für die vordere Schubkugel, da ruhig ordentlich Fett reintun. Gehen wir weiter an die Vorderachse, haben wir hier unten an beiden Seiten von unten jeweils einen Schmiernippel. Wir haben da oben drauf einen Schmiernippel, kann man das erkennen, genau in der Mitte vom Bild. Ist da noch ein Schmiernippel? Immer alles ordentlich abschmieren. Das ist echt das A und O. Was ich fast vergessen hätte, hier hinten die Handbremse. Die müssen wir natürlich auch noch schmieren. Da haben wir auch da oben, jetzt ziemlich in der Mitte vom Bild, auch ein Schmiernippel. Den müssen wir fürs Gestänge hier, für die Umlenkhebel schmieren. Und hier vorne können wir auch oben dran ein bisschen Fett tun. Wobei es jetzt nicht so wichtig ist. Aber Hauptsache hier der Umlenkhebel ist geschmiert. Handbremse sollte man regelmäßig nachstellen hier. Bei mir ist schon fast bis Anschlag, das heißt, demnächst wird ein neues Seil fällig. Auf jeden Fall regelmäßig nachstellen. Auch ab und zu mal gucken, wenn man Handbremse zieht, ob ich die erst 3 Kilometer weit rausziehen kann oder ob das alles noch im Rahmen ist. Aber es sollte es soweit gewesen sein. Was es an Wartungsarbeiten gibt oder was ich immer mache. Ja, es tut mir zumindest erstmal leid, dass jetzt längere Zeit kein Video kam. Ich habe gerade relativ viel um die Ohren. Wir hatten dies Jahr erst einmal Schnee, wo ich schieben musste. Das war aber nicht so viel, das hat sich nicht gelohnt zu filmen. Wenn demnächst mal wieder ein bisschen mehr kommt, dann gibt es auf jeden Fall ein Video. Ich habe ja jetzt hier den 3 Meter Flug davor und hinten, wie ihr vielleicht gerade eben schon gesehen habt, das Gewicht im Heckkraftheber hängen als Konter, damit der mir vorne nicht so in die Knie geht, damit er ein bisschen ausbalancierter ist. Ja, und ich freue mich, wenn es euch gefällt. Gerne ein Like da lassen und ein Abo. Das bestärkt einen weiterzumachen. Themen, wenn ihr noch welche habt, in die Kommentare schreiben. Es wird auf jeden Fall in nächster Zeit wieder ein paar mehr Videos kommen. Und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschö.